Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute geht es um das pure Kabarett. Es geht also nicht um ein Kabarett, was sich mit Comedy vermischt oder so, sondern heute habe ich das Vergnügen, mit jemandem zu sprechen, der noch das pure Kabarett macht. Ich begrüße ganz herzlich Sigi Zimmerschied. Herzlich willkommen. Herr Zimmerschied, wo ist denn bei Ihnen im Moment eigentlich so das Hauptinteresse gelagert? Wenn man sich Ihre Arbeiten so anguckt, dann haben Sie immer so Schwerpunkte, die sich so durch Ihr Leben ziehen. Also ein Schwerpunkt war ja jetzt dieses Hochwasser, was Sie in Ihrem jetzigen Stück sehr verarbeiten. Gibt es schon ein neues Thema am Horizont, wo Sie sagen, da möchte ich gerne mal reinpieksen? Naja, es gibt mehrere Themen, es gibt da mehrere Formen. Also ganz stark reizt mich jetzt der Roman, so als drittes Standbein neben dem Kabarett, der Schauspielerei, die Autorenschaft einfach nochmal auszureizen und zu erfahren und diese ganz andere Erzählkultur nochmal mich herzustellen. Habe auch fest vorgehabt, die letzten Tage mit diesem Roman, existieren ja schon 200 Seiten, anzufangen und plötzlich ist mir von wo auch immer eine Idee für das nächste Soloprogramm wieder eingeschossen und jetzt beschäftige ich mich mit dem. Aber es pendelt immer zwischen diesen drei Elementen, also Kabarett, Schauspielerei und Autorenschaft. Ja, ist eigentlich ganz schwer vorzustellen, dass Sie da sitzen und eigentlich nur ein Buch schreiben. Also das muss doch eigentlich, das gehört doch mit zu Ihrer Personality, dass es aus Ihnen raus muss, oder? Ja, es geht schon, aber es muss ja nicht immer dieser physische Ausbruch sein. Es muss nicht immer dieser Bühnenvulkan sei, das ist eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Und der ist sehr wohltuend und sehr erschöpfend und der spart mir auch den Therapeuten. Aber es gibt noch eben andere Formen, in denen ich mich gern verwirkliche. Und da ist für mich durchaus vorstellbar. Und die ersten 200 Seiten, die Arbeit an diesem Roman bisher schon hervorgebracht hat, die zwangen ja, dass ich auch ganz still und introvertiert und in einer fiktiven Welt, die nur in meinem Kopf ist und nach Sprache sucht, arbeiten kann. Ja, das unbenommen, weil das müssen Sie ja auch, um Ihr Bühnenprogramm vorzubereiten. Sie gehen dann immer nach Österreich, oder? Um sich da zurückzuziehen. Ich habe da so eine kleine Enklave, ja, so eine Passauer Grenze, 12 Kilometer weg davon, in Gneiding, im Sauwald, wie das auch noch bezeichnenderweise heißt. Und da herrscht ein ganz anderer Rhythmus. Also da ist alles langsamer, da ist alles, der drängt die Zeit nicht, da haben Ideen wirklich eine Chance zu reifen und müssen nicht rausgepresst werden. Und das ist ein sehr schöner Arbeitsbereich. Was man sich gar nicht vorstellen kann, also dieses Ideen reifen, dieses langsame Arbeiten, denn was Sie da auf der Bühne ablassen, ist ja ein Feuerwerk eigentlich, nicht? Also Sie geben mir ja als Zuschauer überhaupt nicht die Gelegenheit, mal einen Moment mich zu entspannen, sondern kommt ja eins nach dem anderen. Mhm. Ich frage mich manchmal, wie kann man sich das überhaupt merken, ein solches Feuerwerk 2 Stunden lang abzufeuern? Ist das alles wirklich so, wie Sie sich das aufgebaut haben, oder ist auch ein gewisser Grad an Improvisation dabei? Nein, bei mir ist das eigentlich eine sehr festgeschriebene Form. Also das heißt, ich arbeite sehr lange an diesen Texten. Die sind wirklich gemeißelt. Da ist jeder Satz überlegt und hin und her gewendet. Und allein durch diese Auseinandersetzung mit der Sprache fixiert sich das ja im Kopf. Das brennt sich ja ganz langsam dann während der Arbeit schon auf diese Festplatte ein und ist dann eigentlich abrufbar, wann auch immer. Und das andere ist ja diese physische Art, diese theatralische Art, schauspielerische Art, das zu präsentieren. Das ist ja ein Gendefekt, das ist, so bin ich halt. Also ich muss halt spielen, ich muss laut werden können, ich muss leise sein können, ich muss diese ganze Klaviatur an Gefühlen und Sprachstimmungen durchexerzieren, dann fühle ich mich wohl. Und das dürfte einfach ja, genetisch erklärbar sein. Oder mein Großvater war auf großem Jähzorn schon geprägt. Und ich erkläre es immer mit dieser Spannung, die innerhalb der Familie geherrscht hat. Wir haben eine sehr frickige väterliche Seite, also wie gesagt, so einen jetzigen Großvater, ja.
der einmal gesessen ist, weil er seinen Nebenbuhler erschossen hat. Ach so. Außergewöhnliche Großmutter, die auch sehr lebensfroh war und eine sehr disziplinierte mütterliche Seite, in der bei der alle Polizisten waren und alle Beamte waren. Und diese Mischung aus Kreativität, Impulsivität einerseits und Disziplin andererseits, die, glaube ich, erst schafft dann dieses Kraftpaket. Sie wirken ja phasenweise ungeheuer unsympathisch, wenn Sie da oben sind. Nicht? Sind Sie sich dessen eigentlich? Ja, 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 das ist, ich spüre ja auch diese Typen, die ich persönlich nicht mag. Also mein Generaltyp, der eigentlich sich durch alle Arbeiten zieht, ist der Opportunist. Und das ist die Figur, unter der ich auch persönlich am meisten gelitten habe. Ich habe nie unter die starken Gegner gelitten, sondern immer unter die Feiglinge. Und meine ganz persönliche Art der Rache ist die, dass ich sie einfach nachspüre und dass ich sie skizziere und versuche auszuloten und in größere Zusammenhänge zu stellen. Das ist mein persönlicher Umgang mit meinen Feindbildern und vor allem mit meinem elementaren Feindbild, dem des Opportunisten. Und da bleibt es nicht aus, dass man selber dann auch unsympathisch rüberkommt. Ja, ja, genau. Und, aber das Publikum kann, glauben Sie, dass das Publikum dann immer noch trennen kann? Also wenn Sie so richtig drin sind und dann auch ins Publikum einsteigen und jeder Angst hat, dass er jetzt von Ihnen vielleicht sogar angesprochen wird in seinen schwächsten Momenten. Nur ein Publikum ist ja kein homogener Haufen. Da gibt es welche, die schaffen diese Trennung. Die haben Glück, weil die haben das doppelte Vergnügen. Ja. Und manche erliegen halt vielleicht dieser Wucht und gingen eher in Deckung oder machen die Klappen zu und versäumen dadurch natürlich auch was in der Erzählung. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber Sie erleben auch haben auch ein Erfolgserlebnis, wenn Sie dieses Publikum plötzlich gegen sich haben. Nicht? Ja, also das, wenn das Publikum ins blanke Entsetzen verfällt, das erzeugt in mir wohligste Gefühle. Weil ich ja in seltensten Fällen die Figur dann in dieser Triumphpose belasse. Ich demontiere ja auch diese Figuren, diese Opportunisten. Also ich führe es ja dann auch wohin, wo es eher jämmerlich sein als gefährlich. Und den Weg muss man allerdings mitgehen. Diese Art, also dann auch was Humoreskes mit reinzubringen, also dieses erleichternde Lachen, das kommt jetzt erst, ich sage mal, in Ihrer älter werdenden Phase, oder? Es gibt, weil manche Kritiker haben ja doch gesagt, dass Sie teilweise in Ihrem Programm also durchgehend sehr heftig und schwer gewesen sind. Können Sie das nachempfinden oder war das für Sie eigentlich so nie die Überlegung? Es war nie wirklich die Überlegung. Es kann aber natürlich in einem langen Leben so passieren, dass man verschiedene Stufen durchläuft, die einmal vehementer sind und, oder in denen sie die Gewichtung verschiebt, dass man ein Programm hat, in dem vielleicht eher die literarische Dimension eine Rolle spielt oder dann ein Programm hat, in dem nur die Attacke wirklich im Vordergrund steht, die Destruktion oder dann auch wieder Programme, die ja, versöhnlicher, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber die humaner sind. Ja, ja. Ich glaube allerdings nicht, dass das mit dem Alter zusammenhängt, sondern das sind Empfindlichkeitsstufen, die sich immer wieder ändern können. Die hängt dann mit der Größe der Provokation zusammen, die man selber erfahren hat. Also ein Programm wie das letzte, wo es im Vordergrund über Hochwasser geht, das man ja ganz elementar selber miterlebt hat, das wird natürlich von Haus aus wuchtiger sein als ein Programm, in dem ich vielleicht eine eher abstrakte Figur beschreibe oder eine Figur, die meinem Konstruktionsladen entsprungen ist. Ja. Ja, in dem Moment, wo Sie selber betroffen sind. Also je größer die persönliche Involviertheit und die Betroffenheit ist, umso mehr besteht die Gefahr der Attacke, ja. Und dieses, ich meine, was ja wirklich Spaß macht und was mich auch persönlich so fasziniert, ist eben wirklich dieses Gefeilte am Text, dass das also wirklich präzise sich aufeinander aufbaut.
Kann man das wirklich alles alleine machen oder müssen Sie da irgendeinen Sparringspartner haben, wo Sie sagen, hier, hör dir das mal an? Und, also wie arbeiten Sie, um diese Texte so hinzukriegen? Das ist ein ausschließlich fast autistischer Prozess. Also das mache ich ganz allein. Da bin ich auch mein eigener Lektor und mache meine eigenen Korrekturen und habe so ein Vertrauen in diese Gestaltungskraft, dass ich einfach niemanden brauche. Das würde nur stören, das würde nur verwässern. Und ich kenne wenige wirklich kongeniale Konstellationen, wo man sagt, da sind jetzt zwei Leute stärker wie einer. Polt Müller war so ein Gespann, wo die sich wirklich brillant ergänzt haben. Vielleicht habe ich den auch bloß nicht gefunden. Aber ich fürchte, ich bin am stärksten wirklich allein. Sagen Sie, da fällt mir gerade ein, so ein Fastenprediger auf dem Nockerberg, das wäre doch mal, wenn man Sie so richtig, oder wäre das zu gefährlich, würden Sie zu heftig schimpfen? Und ja, also wenn man Lust darauf hätte, das wirklich nur einmal zu machen, denn es würde kein zweites Mal geben, ja. Allerdings muss ich mir selber nicht mehr beweisen, dass ich für diese Form von Medien untauglich bin. Das weiß ich. Also da gibt es keine Schnittstelle. Das wird garantiert in einem Streit enden, in irgendeiner Zensur, in irgendeinem. Den Prozess habe ich eigentlich schon zu oft durchgemacht, als dass er mich noch animieren würde. Also der Lustfaktor bei einem berechenbaren Konflikt, der ist nicht so hoch. Ja. Das Schöne bei Ihnen ist ja auch, dass man, wenn man sich Sie im Kabarett anguckt, dass man dann den Sigi Zimmerschied auch wirklich pur kriegt. Ja, also ja das hat sich entwickelt, weil es nie diese mediale Verwässerung gegeben hat. Wir haben im Kabarett eine Position und einen Punkt erreicht, in der das Kabarett selber sehr geschwächt ist. Also das größte Problem war die übergroße Einlassung mit den Medien. Weil das, was die Medien und die Unterhaltungsredaktionen als erstes und einziges mitbringen, ist die Angst, die Quotenangst. Und das ist Gift. Das ist Gift für jeden Kabarettisten. Und wenn er sich darauf einlässt, ich kenne keinen Kollegen, der in die Medien stärker geworden ist. Vielleicht auch so ein Hildebrand. Aber der war halt durchgehend stark. Dadurch, dass das bei mir nie stattgefunden hat, in einer wirklich ein paar kleine Einlassungen, aber in der wirklichen Größe eines eigenen Formats. Dadurch habe ich halt immer authentisch bleiben können und immer bei mir bleiben können und dadurch kriegt man auch diese 100%. Das ist einerseits schön, andererseits ist es natürlich auch schade, weil ich sehr viele Ideen hätte, die visuell umgesetzt werden müssen oder könnten. Und da kann man so einen Apparat natürlich schon brauchen. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile abgefunden, es gibt da keine Schnittstelle. Weil natürlich auch die Verantwortlichen in den Sendern, man kann es ja ruhig sagen, wahrscheinlich auch Angst davor hätten, dass sie nicht in den Griff kriegen. Was ja wahnsinnig schade ist, sie in den Griff kriegen zu wollen, weil dann sind sie ja einfach nicht mehr sie. Das ist das eine. Und dann habe ich auch noch den Verdacht, dass Unterhaltungsredaktionen wirklich auch ein Parkplatz für Leute sind, die man halt auch noch unterbringen muss. Also die Inkompetenz ist schon sehr groß. Ich habe mich gerade beim letzten Programm, dieser Multiple Lois, der eigentlich eine Fortschreibung vom Herrn Karl ist, von Qualtinger, dieser Opportunist, der sich so durch die Jahre schlängelt, den habe ich in einer anderen Figur weitergeführt, von den 60er Jahren bis jetzt. Und darüber habe ich mit einem, ich möchte jetzt nicht einmal Redakteur sagen, das war geschmeichelt, also ein Mitglied der Unterhaltungsredaktion unterhalten. Ein Angestellter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ja, habe ich ihm das Konzept erklärt. Dann hat er gesagt, ja, das ist alles sehr schön, aber bitte, wer ist Qualtinger? Ja. Das heißt, das ist dasselbe, wie wenn jemand ein Theater führt und weiß nicht, wer Shakespeare ist. Und da fehlt die Basis. Da fehlt das Wissen, die Kompetenz und dadurch auch die Lust, sich auf sowas ein bisschen sperrigeres wie mich einzulassen. Weil man nur verlieren kann in den Augen. Weil es um Einschaltquote geht, um Massenpublikum. Ja, ja. Und das wollten Sie auch nie werden. Sie wollten ja nie einer für die Masse. Das geht ja gar nicht so, wie Sie das ihr geht, ne? Programm das schließt machen. Sich aus. Das schließt sich aus. Und nachdem das ein Massenmedium ist,
geht es um die Masse und die kann ich leider nicht bedienen. Das, ja. Wenn Sie sich mal Ihr Publikum angucken, ist das ein Publikum, was so mit Ihnen mitgewachsen ist? Kommen da neue nach, die das auch schätzen, was Sie machen? Oder sind Sie einer gewissen Generation verpflichtet, die das sozusagen von Anfang an miterlebt hat und jetzt mit Ihnen älter wird? Es ist ganz komisch. Bis vor kurzem hätte ich nur gedacht, ja, da wächst der Publikum oder wird der Publikum mit einem selber älter. Mhm. Und plötzlich ist aber wieder so eine Stimmung in der Gesellschaft, die aus Neugierde besteht, die wächst der Generation her, die komischerweise fast so gekleidet ist wie mir in die 70er Jahre, mit diesen Jeans und Wollpullis und auch vom Denken her einen ähnlichen Ansatz hat. Und plötzlich hat man wieder ganz junge Leute im Kabarett. Nur es ist immer derselbe Prozentsatz. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist im Prinzip eine Konstante, dass aus jeder Generation halt welche nachwachsen, die sich auf die Suche machen nach was anderem, dann landen sie bei mir und der Rest landen. Das war aber in die 70er Jahre, wenn ich an meine Gymnasialzeit denke, in dieser hochgelobten politischen Phase der nach 68er Erdstöße selbst da war in meiner Klasse, haben mit 80% haben wir Otto gekannt, da hat man so ein Comedy, Insterburg und Co. Comedy. Wenn es hochgekommen ist, Heinz Erhardt, also gehobene Comedy. Hildebrand waren es vielleicht 5%. Und die zwei, die für mich maßgeblich waren, Hüsch und Gwaltinger, die hat überhaupt niemand gekannt. Also das heißt, das Verhältnis war in den 70er Jahren schon das gleiche wie jetzt. Ja. Ich glaube, dass diese Konstante, das Verhältnis zwischen U und E. Ja. Da hat sich seit so viel gelesen nichts geändert, meiner Meinung nach. Ich meine, Qualtinger hat es ja auch nie in den Medien oder in groß geschafft. Er hat ja immer nur sein eigenes Publikum in die Kabaretts geholt, nicht? Und hat da vorgespielt. Und hat halt dann großartige Ausflüge ins Schauspielfach gemacht. Ja. Also das falsche Gewicht und das waren schon. Aber ich meine, man sieht Sie ja auch immer wieder im Fernsehen und da sind Sie ja auch immer wieder bei Serien aufgetaucht. Und da stelle ich mir dann vor, dass der Sigi Zimmerschied da steht und dann sagt der Regisseur, also jetzt mach mal den da. Und in Ihrem Kopf sieht das aber ganz anders aus. Wie verkraften Sie es in solchen Situationen, sich dem Regisseur zu ergeben? Ja, es ist kurioserweise kein Ergeben, sondern ich werde ja ganz bewusst geholt und da finden viele Vorgespräche statt. Und in der Regel ist es so, dass man da auf einen ziemlich gemeinsamen Nenner kommt. Und wenn es allerdings einmal zu Divergenzen kommt, dann kann es einmal länger dauern. Also da versuche ich schon eine Position durchzusetzen. Andererseits genieße ich es aber auch, mal nur für diese Figur verantwortlich zu sein. Ja. Nicht für den Text, für das Ganze drumherum, für die Logistik. Als Kabarettist ist man ja alles. Ist man ja sein eigener Regisseur, sein eigener Produzent, sein eigener Fahrer. Da muss ich mich nur mit der Figur auseinandersetzen. Und das genieße ich schon sehr. Und wenn dann der Regisseur auch noch einer ist, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, dann ist das ein wirkliches Vergnügen. Wenn wir gleich wiederkommen nach der Pause, dann muss ich unbedingt von Ihnen erfahren, wo bei Ihnen Schnittstellen sind zwischen Comedy und Kabarett. Gibt es diese Schnittstellen überhaupt? Und was hat dieser Boom der Comedy eigentlich für Kabarett bedeutet? Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, also Sigi Zimmerschied, Sie haben jetzt Konkurrenz bekommen. Also ich sage mal, so in den 70er Jahren war ja so dieses Comedy-mäßige, was wir heute im Fernsehen so sehen, nicht so verbreitet und es gab nicht so viel davon wie heute. Was bedeutet das für Ihre Berufssparte? Sie werden jetzt enttäuscht sein, aber es bedeutet gar nichts. Es ist nämlich nicht mehr geworden, es ist nur sichtbarer geworden. Also das, was heute so zum größten Teil unter Comedy läuft, das ist ja nur sichtbar geworden, weil jeder Sender jetzt einen Kasperl braucht. Das waren ja die Leute, die früher auf Betriebsfeste aufgetreten sind, die Familienfeiern, das waren halt Humoristen. So ehrenwerter Beruf, aber nicht mehr. Und
wie es damals nur zwei Sender gegeben hat, sind die ja völlig unten durchgefallen. Wobei ich sagen muss, ich bin überzeugt, dass selbst Dieter Hildebrand in seiner besten Zeit gegen Herbert Hiesel keine Chance gehabt hätte, wenn die in derselben Stadt aufgetreten wären. Also Herbert Hiesel, damals sehr bekannter fränkischer Komiker. Mhm. Das heißt, diese populäre Form der Komik, die die Humoristen vertreten, die die Comedians jetzt vertreten, die die Alleinunterhalter vertreten, die war quantitativ immer stärker. Immer. Das ist eine Konstante, wie ich vorher gesagt habe. Da hat sich seit so vergessen nichts geändert an dieser Konstante. Und insofern empfinde ich ja nicht als Bedrohung. Ich empfinde es manchmal als Ärgernis, wenn es wirklich sauschlecht ist. Aber gut, dann kann man es wegschalten. Ist auch kein Problem. Aber es ist im Grunde eine optische Täuschung. Es hat sich nichts geändert. Und wenn Sie jetzt einem, der vom Mars gekommen ist, beschreiben sollten, was der Effekt von Ihnen ist bei Ihrem Publikum und was der Effekt der Comedians ist. Mhm. Wo würden Sie sagen, ist sozusagen die deutlichste Unterscheidung? Also ich finde, ich habe das ja schon mal so formuliert, Kabarett bricht die Unterhaltung und Comedy unterhält bis zum Erbrechen. Das heißt, der alleinige Zweck der Comedy ist die Unterhaltung und die Basis des Kabaretts ist der Zweifel, ist die Irritation, die Verstörung, sind die Abgründe und nicht die Oberfläche. Und das waren immer die Unterschiede. Insofern ist das Kabarett, ja, so wie es ich verstehe, das, also jetzt das Schauspielerische inkludiert, das Literarische, die Autorenschaft, das Musikalische, es ist eigentlich, so wie es ich verstehe, die Königsdisziplin. Also Kabarett ist im Theaterbereich das, was das Musical im musikalischen Bereich ist, eigentlich die komplexeste Form. Und haben Sie schon mal gemerkt, dass es einen nachhaltigen Effekt bei einer Person, ja, bei mehreren Personen, ja, hatte, die, ja, bei Ihnen waren? Ja, das ist das Schöne, wenn man so jetzt mittlerweile 35 Jahre unterwegs ist, ja, man trifft Menschen wieder. Und es hat wirklich so kleine Zäsuren, kleine Einschläge in Biografien hinterlassen. Diese, jetzt keine 180-Grad-Wendungen, aber die so kleine biografische Korrekturen angestoßen hat. Also ganz, und davon bin ich ja sehr stark geprägt, ganz elementar damals in der Anfangsphase in Passau, wo man ja mit diesem Himmelstück, das dann verboten worden ist, regelrecht einen Kulturfrühling losgetreten haben, wo das Scharfrichterhaus entstanden ist. Diese, da muss man dem Publikum vielleicht noch mal kurz sagen, dass Sie da tatsächlich von der Kirche auch rechtlich verfolgt wurden. Das war ein Prozess wegen Gotteslästerung, den wir dann gewonnen haben. Ja. Und das war vor Ort so ein starker, wuchtiger Eindruck, dass jemand einen Prozess gegen Instanzen gewinnt, die als unbezwingbar gegolten haben. Also das war damals eine Übermacht an CSU-Kirche und dieser Monopolzeitung. Und diese zwei Kasperl, der Bruno Jonas und ich damals, die stinken da dagegen an und gewinnen. Und das hat viele Leute ermutigt, eine eigene Biografie aber jetzt wirklich über den Haufen zu werfen. Also zwei Leute, die im Management waren und große Karrieren vor sich gehabt haben, die haben einen Beruf abgebrochen und eine Kleinkunstbühne gegründet, die bis heute Bestand hat. Und ein anderer hat eine zweite Zeitung gegründet. Also da war es ungewöhnlich. Das erlebt man vielleicht einmal im Leben. Aber ich habe kleinere Folgen meines Wirkens halt an Einzelpersonen über die Jahre schon auch feststellen können. Das ist dann wahrscheinlich so der Höhepunkt, wenn man das erreicht. Oder wenn man sieht, dass man tatsächlich in den Menschen was verändern kann. Es ist wohltuend. Es ist ermutigend. Aber, das muss ich auch sagen, es ist nicht notwendig. Denn selbst wenn mir jemand beweisen könnte, dass das, was ich mache, überhaupt nichts bewirkt, ich würde es trotzdem machen, weil ich es nicht anders kann. Weil das raus muss, weil das eine innere Disposition ist, die zusammen mit diesem Exhibitionismus, den man einmal auf der Bühne hat oder als Bühnenmensch hat, eine zwingende Kraft hat.
Also ich finde das ja interessant, also das wird auch oft, wenn man etwas über Sie liest, wird es immer wieder wiederholt, dass Sie also einen besonderen Kampf mit der Kirche ausführen. Sie haben das dann mal irgendwie in Prozenten ausgerechnet, wie viel da wirklich das ist, und das war irgendwie nur 7-10%. Aber das muss ja bei den Leuten einen so starken bleibenden Eindruck hinterlassen, dass es also sehr viel stärker wirkt, dass sie sich also sehr viel intensiver an der Kirche abarbeiten. Warum war die Kirche für Sie so eins der Top-Themen am Anfang, und wie wichtig ist dieses Thema heute für Sie? Top-Thema war es natürlich dadurch, weil bei Kabarett für mich ja auch dieser Notwehrmechanismus ist, mit dem man mich aus Drucksituationen befreie oder sie für mich fassbar mache. Jetzt, wenn man in die 50er, 60er Jahre in Passau aufwächst, da ist ja nur Kirche. Das ist automatisch der Punkt, mit dem man konfrontiert wird. Und wenn man ein kabarettistisches Wesen hat, wenn man diese Unruhe und diesen Schaltfehler im Hirn hat, dass man einfach nicht kompatibel ist mit dem, was einem vorgesetzt wird, dann wehrt man sich zunächst gegen das. Und das hat mich lange verfolgt. Nur irgendwann war tatsächlich ein Punkt erreicht, wo ich für mich das Gefühl gehabt habe, also jetzt ist ausformuliert. Jetzt haben wir wieder pari. Ich wollte es mir nicht hochkommen lassen, ich habe es geschafft. Ich habe euch das nochmal um die Ohren gehauen und jetzt ist er Ruhe. Und dann habe ich mich auch anderen Themen gewidmet. Und es waren immer Themen, die mich im Moment elementar berührt haben, bedroht haben, also beim Hochwasserthema jetzt beim letzten. Was bedroht Sie in Ihrem Buch? In dem Roman geht es um virtuelle Welten, die auf den Menschen zugreifen und den er enthalten und als Larve zurücklassen. Also die Verlorenheit des Menschen in der virtuellen Welt ist wieder ein ganz anderes also Thema. Also dieses digitale Thema, ja? Ist so ein bisschen, was Sie auch in Ihrem letzten Stück drin haben, da haben Sie ja, führen Sie den Leuten so vor, wie abhängig sie von ihren Apps werden. Nicht? Ja. Und je mehr Apps, desto blöder wird man im Kopf, weil man sich nicht mehr selber Gedanken darüber machen muss, wie man sich fortbewegt. Aber das ist so eine Sache, wo ich mich gefragt habe, verstehen das, die Teenager, die Twins, die ja nun alle quasi mit diesen iPhones und so aufwachsen, wenn sie denen eine solche Fundamentalkritik entgegenhauen? Naja, sagen wir mal so, diese Apps, das sind halt die Rosengrenze der Gegenwart. Und wenn man früher die Rosengrenze angegriffen hat, haben es auch nicht alle verstanden. Und deswegen wird der den App jetzt wirklich für die größte Erfindung hält und für seinen Lebensinhalt, wird auch genervt reagieren oder ablehnend reagieren. Allerdings die Reaktion, ist ja eine Szene, die ich direkt im Publikum spiele, und ich beobachte die Leute ja. Und dann merke ich schon, dass in der Regel sehr ironisch auch darauf reagieren oder so mit dieser Reaktion. Ja, es ist schon ein bisschen zu viel, habe ich schon. Also ironischer Umgang mit sich selber. Und das ist ja auch, wenn man es jetzt ganz weit spannen will, also der didaktische Auftrag von so einem Abend, der dient ja auch wirklich der Entkrampfung auch. Also so angespannt, wie man dabei sein muss, so wohltuend ist ja einmal, wenn so scheinbare Gewichtigkeiten ironisiert und aufgelöst werden. Und die Hardliner natürlich, die erwischst du nicht, die verhärtest nur mehr. Das ist, damit muss ich leben. Was ja viele Ihrer auch Kabarettkollegen machen, ist, dass sie sich an den ganz aktuellen Themen abarbeiten. Das habe ich jetzt bei Ihnen so in der Form nicht erlebt, dass Sie auch ganz konkret namentlich auf Politiker zugehen und deren letzten Aktivitäten eben durchleuchten. Das ja, ist eine tolle Disziplin. Also wenn das jemand kann, kann das großartig sein. Ob ich es kann, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert, aber es ist mir nicht wichtig. Weil mir geht es um Spielregeln, die dahinter liegen. Mir geht es nie um die Frage des Einzelpolitikers, sondern mir geht es um das System, das solche Politiker hervorbringt. Welche Geisteshaltung steckt im Wähler? Denn der Politiker entwirft es ja nicht selbst. Der wird ja gewählt. Also, und das Bewusstsein interessiert mich dann viel mehr als so ein Einzelfenomen, wie so ein Politiker ist.
was durchaus vergnüglich sein kann, so die Marotten von so einem Politiker zu parodieren und zu karikieren. Das ist, und da gibt es hervorragende Kollegen, aber das meine ich nicht. Und diese aktuellen gesellschaftlichen Themen, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Flüchtlingswelle, die auf uns zukommt und solche Themen, ist das etwas, wo Sie da rangehen? Naja, ist ja in dem letzten Thema drin, also wo praktisch im Vordergrund dieses Hochwasserthema bespielt wird, aber eigentlich dahinter ja die Frage gestellt wird nach diesem fragilen Humanismus, also wie der Mensch sein Bewusstsein immer wieder verändert angesichts der Bedrohung. Wie es einfach bloß ein paar Flüchtlinge braucht und die alten Feindbilder, die alten Ressentiments brechen wieder auf, kommen wieder hoch. Menschenfeindlichkeit, ich möchte nicht einmal Fremdenfeindlichkeit nennen, Menschenfeindlichkeit entsteht. Und es braucht ganz wenig. Und da sind wir bei der Aktualität. Nur, ich versuche das immer in allgemeingültigere Zusammenhänge zu stellen, als nur das Einzelfenomen zu schildern. Jetzt nochmal, wenn wir uns die Kabarettszene so angucken und es gibt ja viele, die also das mal ausprobieren wollen, die sich sozusagen auch mal sehen wollen, ob sie dafür Talent haben. Ich meine, Sie sind nun wirklich einer der Altmeister. Wo würden Sie denn heute einem raten, wie soll er das Thema angehen? Wie kann man da heute mal gucken, ob man da reinpasst als Jungkabarettist? Da kann ich ihm nur raten, sich genau diese Fragen alle nicht zu stellen, sondern in sich selber einhören, ob er überhaupt was zum Sagen hat, ob er eine Sprache dafür zur Verfügung hat und ob ihm das Ganze auszuprobieren auch noch Spaß macht und ob es zwingend ist. Es ist immer die Frage, ich war ja in einigen Jurys, bei Nachwuchswettbewerben, die entscheidende Frage für mich war immer, muss der das sagen oder sagt das nur? Also ist ein Bedürfnis da, was Unabdingbares in ihm, dass er das rauslassen muss, oder stellt er sich halt all diese strategischen Fragen, die Sie formuliert haben, wie kann die eine passen, was ist up to date, welche Wege muss ich gehen, was sind die Connections, da ist er schon verloren. Also das merkt man ja an Ihren Auftritten, also wenn man Sie jetzt hier so erlebt und vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuschauer, der Sie nicht im Kabarett bis jetzt gesehen hat, da würde ich mal sagen, also so von der Intensität her sind das jetzt 5%. Man kann sich das jetzt gar nicht vorstellen, wenn Sie da so richtig loslegen, was dann los ist auf der Bühne. Das ist. Naja, ich hoffe, dass jetzt in dem Gespräch von der geistigen Potenz mehr drin war wie 5%. Physisch ist schwierig, in so einem Studio rumzuhupfen. Nein, um Gottes Willen. Nein, das will das auch gar nicht provozieren. Nein. Aber ich meine nur also von der inneren der Kraft her, wie Sie da auftreten. Um Gottes Willen, das andere war natürlich überhaupt nicht gemeint. Aber das spürt man so derartig bei Ihnen, dass es raus muss. Das ist eigentlich das, was ich nochmal sagen wollte. Dieses Bedürfnis. Das ist der einzige Rat, den ich weitergeben kann. Also, ja. Sich dahin in die Richtung abzuklopfen, als jemand, der das probieren möchte, als sich diese strategischen Fragen zu stellen. Ja. Wobei das hinhauen kann. Es gibt Kollegen, die mit so einer Logarithmentafel zum Erfolg kommen sind. Ja, genau. Aber die werden wahrscheinlich nicht im Kabarett erfolgreich sein, sondern das ist dann eher Comedy-mäßig. Ne? Ja, also zumindest nicht in dem Kabarett, wie es ich verstehe. Wann haben Sie denn das Gefühl, wenn dann mal so ein Auftritt von Ihnen zu Ende ist, dass das gelungen ist? Oder wann stellt sich das Gefühl bei Ihnen ein, das war jetzt kein guter Abend? Also ich glaube, es gibt gar keine schlechten Abende, weil die Spiellust immer da ist. Und das ist in sich schon mal ein Wert, der halt dann getoppt werden kann durch tolle Stimmungen, durch Reaktionen, die genauso kommen, wie es gedacht war, wenn so ein Flow entsteht, wenn wirklich zwischen Publikum und mir fast erotische Begegnung stattfindet, ja, die, wo man sich miteinander bewegt, das sind dann ganz tolle Abende. Ja. Also es hängt ja der Stab im Kulturkreis zusammen, also ganz toll sind die Auftritte immer in Wien, wo ich merke, also wie nah ich eigentlich an
dieser Tradition von Horváth, Nestroy, Karl Kraus, Gwaltinger, bin viel näher als eigentlich an unserer oberbayerischen Tradition. Obwohl sie den ganz schön einschenken, gell? Die Österreicher, die sind irgendwie wie geht das? Die sind so arrogant, dass sie unverwundbar sind. Also da kommst du richtig drauf. Da war irgendwas mit Sperma, haben sie. Nein, der vorzeitige Samenerguss im Schöpfungsakt. Ja, das war der Österreicher, ja. Aber da krachen sie in Wien richtig. Die sind nicht verwundbar. Ja. Und, aber da ist eine Wesensverwandtschaft da, die ist, also immer wenn man Wesensverwandtschaft spürt, ja, sagen wir es gleich so. Das kann auch in München, das kann überall sein. Dann wird so ein Abend nochmal, kriegt er nochmal eine eigene Qualität. Könnten Sie jetzt so ein Programm, ich glaube, Sie haben jetzt 15 gemacht, ne? Oder? Ja, Soloprogramme. So 15 Soloprogramme. Wenn man jetzt sagen würde, Programm 7, könnten Sie da die ersten 5 Minuten jetzt rezitieren? Nein. Oder das geht nicht? Ne? Nein, da ist der Wust an neuen Gedanken zu groß, als dass er mich da zum Alten durchquellen möchte. Ja, ja. Und dass man irgendwas aus alten Programmen übernimmt oder weiterentwickelt, ist das so ein bisschen in Ihrem Repertoire drin? Nee. Ich habe einmal, glaube ich, so 4, 5 Programme hintereinander, wo ich immer an der Schlussstimmung vom alten Programm angefangen habe und das dann weitergeführt habe. Also da war Schlussstimmung, Schlussbild, sofern es ein Bühnenbild gegeben hat, das Anfangsbild vom neuen Programm, immer das Schlussbild vom vorhergehenden. Also das habe ich mal so als kleines persönliches Spiel gehabt, aber ansonsten versuche ich schon immer, was Neues zu gestalten. Eigentlich sind Sie ja Ihr eigenes Bühnenbild, nicht? Also ja. Bei der letzten Geschichte ist ja auch überhaupt kein Bühnenbild da, ne? Und man wird sowieso, also wie alle großen Maler oder Künstler überhaupt, die haben ein Generalthema gehabt. Es gibt Maler, die haben ein Leben lang nur einen Stuhl gemalt und die sind, immer, sind aber immer angetreten mit dem festen Vorsatz, jetzt einmal gerade was anderes zu machen. Der Stuhl war auch immer anders. Aber es wird immer das Generalthema natürlich durchschimmern, durch meine ganze Arbeit. Und das ist und bleibt halt der Opportunist. Also so eine Rampensau muss man ja auch sein, nicht? Also man muss ja nach vorne gehen wollen und sich da produzieren wollen. Dieser Exhibitionismus, der gehört dazu. Und den habe ich als Kind schon gehabt. Das war als Kind schon nicht zum Bremsen. Und ohne den geht es überhaupt nicht. Sind Sie nie mal also ausgebuht worden oder von der Bühne quasi vertrieben worden? Ja, schon. Das hat schon heftige Reaktionen gegeben. Das ist, wobei es in den seltensten Fällen dann wirklich so weit geht, dass man jetzt Veranstaltung unterbricht. Das ist mir überhaupt noch nicht passiert. Oder dass man ist ja ein Demagoge und das ist ja dann eine reizvolle Aufgabe, jetzt ein Publikum so zu polarisieren, dass sich das Publikum selbst reinigt. Also es gehört natürlich auch Mut zu. Also jemanden wie Ihnen, der da auf der Bühne rumtobt, ja, irgendwas entgegenzuhalten, da muss man schon sehr mutig sein und sich auch sicher sein, dass man das retournieren kann. Naja, wenn es intelligent kommt, wenn es spannend kommt oder assoziativ kommt, dann kann sich da durchaus auch oft der Dialog entwickeln. Also das kann durchaus spannend sein. Ja. Aber sind die seltensten Fälle. Glaube ich. Und ich meine, anfangs haben Sie gesagt, dass Sie auch sehr durchstrukturiert sind in der Form, wie Sie es präsentieren. Bleibt denn da überhaupt Platz für Zwischenrufer, für Improvisation? Naja, der Zwischenrufer ist ja nicht planbar. Der wie ein Kind muss man reagieren. Ja. Ansonsten habe ich vielleicht im Programm immer so eine oder maximal zwei so Sollbruchstellen, wo man ein bisschen raus kann, wo man möglicherweise auch auf eine aktuelle Situation kurz eingehen kann. Aber ansonsten herrscht schon wirklich das Diktat der Struktur. Also was man überhaupt nicht merkt als Zuschauer. Um Gottes Willen, wenn man das merken würde, wäre es schlimm. Ja. Aber das ist ja die Kunst, dass man das, was sehr schwer ist, ganz leicht erscheinen lässt. Und ich meine, wie lange brauchen Sie, um so ein Programm herzustellen? Wie lange dauert sowas? Ich sammle immer. Und der Verarbeitungsprozess sind dann so 3, 4 Monate. Also der Verdichtungsprozess. Ja. Also gesammelt wird immer. Wo haben Sie die besten Sammelstellen? Naja, das ist kaum benennbar.
Weil das so vom Moment abhängt. Wenn ein Moment, der mich provoziert oder der mich berührt oder der mit mir irgendwas anstellt, dann wird er festgehalten. Dann wird das, haben Sie so ein Büchlein, wo Sie das reinschreiben? Ja, Diktiergerät und sämtliche Medien, die es da gibt, dass man was festhalten kann. Meist die merken wir einfach. Also diese Sammelplätze, die gibt es überall. Der Verdichtungsplatz ist dann in der Regel schon eben dieses Haus da im Sauwald, diese andere Wirklichkeit. Aber dieses in ein Wirtshaus reingehen und sagen, jetzt höre ich da mal so zu, was der Nachbar sagt, um es dann zu verwerten, das ist jetzt nicht Ihre Art der Recherche. Das ist schon wieder zu geplant. Zu geplant. Also ich möchte ja leben und das mit allen offenen Antennen und das, was ich da mitkriege, das möchte ich verarbeiten. Aber ich möchte nicht leben provozieren und gestalten und manipulieren, sondern ich möchte das, was ich erlebe, verdichten. Das ist eher der Prozess. Und ich glaube, das merkt man auch deutlich in Ihren Vorstellungen. Und ich kann unseren Zuschauern nur empfehlen, wenn sie mal die Möglichkeit haben, zu Sigi Zimmerschied zu gehen und sich eine Show von ihm anzugucken. Obwohl, Show werden Sie nicht sagen. Ne? Sie werden, oder? Kann man Show sagen? Dann sage ich es einfach. Sagen wir Show. Das lohnt sich auf jeden Fall. An dieser Stelle, Herr Zimmerschied, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitte. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven.